Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. So, da ich in der letzten Folge ja gesagt habe, ich würde mich gerne mal in Mariculture reinlesen, habe ich dann noch nicht geschafft. Da wollen wir jetzt erstmal schauen, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und da würde ich jetzt erstmal schauen, dass wir weiter mit Witchery machen. So, lang, lang ist her. Was brauchen wir denn bei Witchery? Wir brauchen Infinity Egg, okay. Wir wollen mal schauen, dass wir heute den Altar fertig machen. Sieht nicht schwer aus, ist aber schon noch ein bisschen. Wir brauchen eine Wasserflasche, das ist kein Problem. Rovenwood sollten wir auch schon haben. Thornbricks und wir brauchen Breath of the Goddess und Exhale of the Horned One. So, was ist das jetzt? Exhale of the Horned One sind Oak Saplings, die verbrannt werden und mit etwas Glück kriegt man Exhale of the Horned One. Breath of Goddess ist ein Birch Sapling, der verbrannt wird und so weiter. So. Das alles findet im Witches Oven statt. Ein paar Oak Saplings haben wir noch. Haben sogar noch einen Hint of Rebirth. Aber so wie das aussieht, haben wir keine Birch Saplings. Dann schnappen wir uns mal die Axt. Nee, du Hund bleibst hier. Nehmen wir mal so ein paar Knochen mit. Können hier mal schon mal hier oben dann die Oak Saplings verbrennen und mal hier so den einen oder anderen, die eine oder andere Birke mal schlachten. Machen wir aber dann mal so ein bisschen weiter weg. So. Ich weiß, ey, ich werde eh mal gucken, dass ich mir mal die Gegend bei mir nochmal so ein bisschen schöner gestalten möchte von den Bäumen und vom Gelände auch. So, ist da drüben jetzt schon mal die Zipling runtergefallen? Na? Ah, da haben wir doch schon. Aber wir brauchen mehr. Boah, die Rubber Trees, die müssen wir auch nochmal wegfällen. Hier ist noch einer, aber schon mal zwei. Wie sieht das hier aus? Hallo Creeper. Don't mess with the Dosh. So. Machen wir hier mal das Laub kaputt. Es wäre schön, wenn wir jetzt irgendwie eine schnellere Möglichkeit hätten, damit Laub kaputt geht, aber da sehe ich doch schon was Feines. Ah, jetzt kommen die Birkenzipplinge. Machen wir hier noch so eine alle ein, zwei Birken kaputt. Oder auch drei. Ja, so muss das. Ein Holz können wir bestimmt auch noch gebrauchen. Also so ganz habe ich mich in Witchery auch noch nicht eingelesen, aber ich habe schon immer so eine grobe Ahnung, was man am Anfang machen muss. Also ich bin jetzt nicht so planlos wie bei, wie heißt der mal jetzt wieder, Mariculture. So, da drüben hat man aber auch noch irgendwo eine gefällt. Wo? Oh, hier. Ja. Dann pflanze ich aber auch mal hier. Oder weißt du was? Ich pflanze die mal bei mir in der Nähe etwas. Hier waren die Rowan. Fälle auch schon mal wieder hier die Rubber Trees. Damit die wegkommen. Die würde ich nicht so gerne in meiner Gegend haben. Hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar werden die Rubber Trees nicht von Witchery anerkannt als Bäume. Oder eher gesagt, die tragen nicht später zu der Altarenergie dazu. Das ist ein bisschen was blöd, finde ich. Mal hier mal den weg. Und können wir auch nochmal gut brauchen, halt die Rubber Trees mal das fällen. Pflanzen wir uns dann hier nochmal ein paar Birken an. Ui. Und dann hier noch. Machen wir uns hier so einen kleinen Birkenwald. Können wir das ein bisschen sortieren.
hier noch einen hin. Und dann hier noch einen. Oh, da sehe ich noch ein paar. Und ich merke gerade, ich Profi habe jetzt natürlich die ganzen Setzlinge fahren, die ich habe. Also dürfen wir nochmal kurz zurück. So, wo war das jetzt hier? Hier. Eins. Das wäre natürlich super, wenn wir aus dem einen Setting schon. Habe ich gerade Lava gehört? Hier ist Lava. So. Und man glaubt es kaum, aber Dosch hat sich verbessert. Ich habe diesmal wirklich auf die Uhr geguckt, wenn ich angefangen habe. Und zwar sollten wir jetzt gerade 6 Minuten rum haben. Und jetzt ist es natürlich im besten Fall, habe ich mich natürlich wieder verzählt. Und wir sind schon in 8 Minuten dran. Mal schauen, vielleicht haben wir schon mal einen Exhal of the Haunt Run. Ui, da haben wir schon 5 Stück. Das ist sehr schön. Und dann versuchen wir schon mal unser Glück mit den 2 Birch Saplings. Wenn wir direkt 2 hätten, das wäre natürlich super. Oh, das ist super. Also da bin ich jetzt gerade stolz drauf. Da bin ich echt glücklich. Und kriegen wir sogar noch einen 2. Nein, aber das ist schon mal sehr schön. Dann mache ich jetzt hier schon mal so ein bisschen Gras kaputt. Weil ich würde ganz gerne hier den Altar hinsetzen. Und dafür bräuchten wir ein bisschen Platz. Machen wir hier nochmal so ein bisschen Erde weg. Ach, ich wundere mich auch immer wieder, wo die Zombies sind. So. Ich muss auch mal schauen, dass ich demnächst mal das Magical Crops Gebäude noch ein bisschen automatisierter hinkriege, dass es sofort einsortiert wird und so weiter. Ah, das sieht jetzt hier ein bisschen doof aus. So, machen wir hier doch das weg. Die Bäume fällt auf jeden Fall nochmal. Die 2 Roven Trees. Na. Einmal. Und den auch noch. Da kommen auf jeden Fall 2 neue hin. Also ist jetzt nicht so, dass ich nicht nachhaltig denke. Gehen wir schon mal direkt 2 Setzlinge holen. Davon sollten wir ja auch noch haben. Jawohl. Hier ein hin und hier ein. So, ich würde jetzt aber echt gerne noch. Uiuiuiui. Ist ja wundergreiflich hier. 6 Zeptings, das könnte was geben. Und ist hier schon ein Zepting gedroppt? Nur aber Roven Berries. Kann man die Beeren eigentlich essen? Ja. Oh, da. Dann nehmen wir mal direkt mit. So, dann 2. Versuch mit den Birch Saplings. Wenn wir jetzt schon mal 2 wieder hätten, dann, also noch ein 2. Breath of Goddess, dann haben wir es perfekt. Kurzer Tipp für alle, die jetzt hier die Wood Ash wegwerfen sollten, macht es nicht. Und zwar kann man die Wood Ash noch gebrauchen. Und zwar braucht man die für
Ritualkreide, Mutantis normal. Oh, ein Buch sogar. Und Quicklime. Und man kriegt Bonemeal sogar mehr raus. Und wir haben ein zweites Breath of God, das ist sehr schön. Dann können wir jetzt anfangen und schon mal die ersten Rituale vorbereiten, wenn wir noch ein bisschen Cleanstone haben. Natürlich nicht. Oder? Ich kann mich erinnern, dass ich auf jeden Fall mal ein bisschen Cleanstone gemacht hatte. Naja, egal, dann gehen wir mal schnell rüber. Schmeißen das in den Redstone Furnace. Wir können das Eisen mal rausnehmen, das schmeißen wir hier ins Bevel. Und das Ferris da rein. Ja, das sieht sehr schön aus. Schmeiß mal wieder ein Iron Ore nach. Und Iron Ore auch nochmal. Ja, sind fast fertig. Es gibt eine Truhe von Witchery, okay. So. Da machen wir jetzt mal die Stonebricks raus und wir brauchen Glas oder diese Water Bottles. Davon sollten wir aber noch welche haben. Yep. Gehen wir mal gerade schlafen und holen uns dann jetzt gleich nochmal was Wasser für die Wasserflaschen. Doof, doof. Und mögen das Craften der finsteren Altare beginnen. Wasserflasche. Rovenwood. Stonebricks. Blut einer Jungfrau. Falscher Film, sorry. Breath of the Goddess and Exhale of the Horned One. Und wir haben 3, 6 Altarblöcke. So, die Altarblöcke. Was machen wir jetzt damit? Weil wir die jetzt mal so hinstellen. Das war natürlich jetzt sehr intelligent von mir. Oder kann ich die mit dem Schlüssel raushauen? Ich muss sagen, Dominik ist wieder heute sehr gut dabei. So. Alter Block. Oh, da sind sehr schön viele Roven Settings. Den Altar pflanzen wir uns nochmal hier hin. Und zwar wird er so aufgebaut und wir haben sofort eine Altarfläche. Wenn wir jetzt darauf rechtsklick machen, sehen wir, der zieht sich jetzt mit Energie voll. Wie bekommt er Energie? Der bekommt Energie aus der Natur. So, momentan haben wir Energie von 1075, aber den könnten wir noch ein bisschen hochpeppeln. Und zwar könnten wir das machen, wenn ich das gerade finden würde, mit dem Artana. Das wird gemacht aus einem Stick, Emerald, 2 Gold Nuggets und einem Goldingot. Würde ich sagen, machen wir das dann nochmal. So, Stick. Nein. Gold Nuggets, Gold Ingot und Emerald. So, Emerald da, Gold Nuggets und dann Goldingot und wir haben das Artana. So, was macht das Artana? Es hat einmal die Fähigkeit, dass es uns mehr Altarpower gibt, aber wir könnten damit, wenn wir jetzt so einen Hund zum Beispiel schlachten, würde es uns erhöhten Mob Drop geben. Wenn wir das jetzt einmal hier drauflegen, sehen, sollte es jetzt eigentlich. Ja, sehr viel zum Thema. Aber sieht natürlich auch schon soweit ganz dekorativ aus, finde ich. Gut, aber wir könnten es noch weiter powern, indem wir ein Chalice drauflegen. Aber dafür laufen wir schon der Tür und wirf auf. Na, das ist ja noch zu teuer. Ja, super. Dann machen wir doch schon mal
Ein Riff of Magic. Ich würde jetzt aber echt gerne mal hier so weit ein bisschen Platz bekommen. Und noch ein paar. So ein paar Bäume anpflanzen. Also, Bäume möchte ich schon sind hier das A und O. Deswegen habe ich. Hier ist noch ein Creeper von damals. Auf jeden Fall, ich pflanze dann nochmal so den einen oder anderen Rowan Tree hier an. Davon können wir nämlich nie genug haben. Also es sollte ja wirklich schon alles so schön zugewachsen sein. Das ist am besten für Witchery, einfach alles vollpumpen mit Bäumen. Schauen wir mal. Ah, der kann doch weg. Holzen wir mal hier noch so einen Birkenbaum ab. Vielleicht kriegen wir ja noch einen. So. Kukumba Seed, okay. Brauchen wir nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Modbäume, ob die eigentlich dazu zählen. Aber das ist schon mal sehr schön, dass wir hier wirklich in einem so einem Waldgebiet gebaut haben. Mach mal hier hin. Ach, hier habe ich schon gefällt. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren, wo ich schon gefällt habe und wo nicht. Aber hier wird noch ein Rowan Tree reinpassen. Sehr schön. Aber wir bräuchten noch einen weiteren Baum für Witchery, den wir noch gar nicht haben. Und ich rede jetzt nicht von Jungle Saplings. Und zwar, es gibt noch weitere Bäume bei Witchery. Und zwar brauchen wir noch einen Alder und Hawthorn Sapling. Wie man die bekommt, oh. Hallo. Werden wir wahrscheinlich mal in der nächsten Folge reinschauen. Wir schauen jetzt mal, ob wir mit den Saplings sogar noch einen Riff of Magic bekommen. Aua. Ich brauche dringend mal einen neuen Stuhl. Nein, das war ein Fail. Und auch ein Fail. Und auch ein Fail. Jetzt mach mich nicht schwach. Nö. Ja, sehr schön. Das hat uns jetzt gezeigt, man muss echt Glück haben. What? Okay. Also mittlerweile ist auch hier der Altar komplett aufgeladen. Also genau jetzt. So, ich würde sagen, das war's dann schon mal für heute. Wir haben schon mal wieder für die Verhältnisse einiges geschafft. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Sigurin vorbei, der wird sich auch über ein Abo und Like freuen. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder ist, Let's Play Minecraft Mods. Bis dahin, tschüss.